Das Tarawih-Gebet. Bis wann, von wann kann man das Tarawih-Gebet machen? Das Tarawih-Gebet kann man machen nach dem Isha-Gebet bis zum Fajr-Gebet. Nach dem Isha-Gebet bis zum Fajr-Gebet kann man das Tarawih-Gebet beten. Man kann es alleine beten, man kann es in Gemeinschaft zu Hause beten. Man kann es leise beten, man kann es laut beten. Wenn man es nicht betet, macht man eine Sünde. Nein, man macht keine Sünde, aber man verliert einen riesengroßen Lohn. Deswegen, liebe Geschwister, haltet das durch. Dieser Monat ist euer Monat. In diesem Monat geht es um fast alles. So, und das Beste ist, im letzten Drittel der Nacht zu beten. Das ist das Beste. Und viele Sujud zu machen, ist besser als lange zu stehen, nach der hanbalitischen Rechtsschule. Okay, deswegen, liebe Geschwister, haltet daran fest. Wie viel Rakat soll man machen? Das Optimalste ist, wenn du 11 Rakats, so wie der Prophet a.s. macht. Aber manche sagen, umso mehr du machst, umso besser. So sagt Ibn Taymiyyah. Ja? Mach das, was du kannst. Mach das, was du kannst. Zum Beispiel, wenn du 20 Suren auswendig kannst, von den kleinen Suren, dann lies in jedem Rakat eine Sure und mach dann langen Sujud. 11 Rakat hat der Prophet für sich a.s. gewählt. Wenn du 20 Rakats machst und dann nochmal 3 Witr oder 20 Rakats und dann einer Witr, alles perfekt, alles super, kein Problem. Macht euch damit nicht verrückt. Es kam ein Mann zum Propheten a.s. und hat gesagt, hat an dem nach dem Nachtgebet gefragt. Da sagte der Prophet a.s. Salatul Leili, methne, methne. Das Nachtgebet sind 2, 2. Wenn ihr fürchtet, dass Subh kommt, denn das heißt vor Subh, Subh ist ein anderes Wort für Fajr, übrigens die Marokkaner hier, in Marokko ist es üblich im Sprachgebrauch, dass man für Fajr meint man mit die 2 Rakat Sunna vor dem Pflichtgebet des Morgens. Aber allgemein ist Subh und Fajr genau dasselbe, okay, von der Bedeutung. Man meint damit das Pflichtgebet des Morgens, nur in Marokko, beziehungsweise in den Maghreb-Staaten wird das anders verstanden.